Ja, wir stehen hier vor dem Neubau der Wohnassistenz in St. Josef in Papenburg. Hier stehen Freizeiträume für unsere Klienten, Besprechungsräume und Mitarbeiterbüros. Wir waren bisher in Papenburg am Vosseberg 58. Dort sind wir von den Räumlichkeiten aus den Nähten geplatzt und freuen uns natürlich, dass wir jetzt demnächst hier eine neue Geschäftsstelle haben mit großzügigen Räumlichkeiten. Die Mitarbeiter freuen sich auch um den Umzug, aber wir suchen auch Verstärkung für unser Team. Wir suchen neue Mitarbeiter, gerade hier für Papenburg, Heilerziehungspfleger, Erzieher, Sozialpädagogen und Heilpädagogen, die unser Team hier verstärken. Das Besondere im Lukasheim zu arbeiten ist, dass wir sehr nah an den Klienten sind. Gerade auch in der Wohnassistenz bieten wir eine stundenweise Betreuung und setzen dort bei den Hilfen an, wo die Klienten sie benötigen. Das kann ganz unterschiedlich sein beim Einkaufen, bei Zubereitung einer Mahlzeit, bei sozialen Kontakten. Also sehr vielseitige Arbeit, die wir hier im St. Lukasheim leisten. Wir bezahlen tariflich nach der AVR Nord. Es wird in die KZVK eingezahlt. Das ist eine kirchliche Zusatzrente. Es gibt Weihnachtsgeld, 30 Tage bei 5 Tage Woche Urlaub.